Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, durch einen Infekt lässt mich heute mehrmals meine Stimme im Stich. Ich hoffe, das wird jetzt nicht passieren, aber bitte verzeihen Sie mir, falls es passieren würde. Die Zeugen Jehovas, Jehovas Zeugen, waren mit ihrem konsequenten religiösen Zeugnis ein herausragendes Beispiel für Haltung und Menschlichkeit. Doch sie waren auch unbeugsame Zeugen gegen den NS-Unrechtsstaat, indem sie klar und unmissverständlich aussprachen, was der Fall war, anders als die vielen anderen. Ich möchte auch persönlich werden in diesem Moment. Ein benachbartes Ehepaar, beide Jehovas Zeugen, hat mir vor fast genau einem Jahr den berührendsten Brief geschrieben, den ich jemals bekommen habe. Anlass waren Drohungen von Neonazis. Dort schilderten sie ausführlich ihr Verhältnis zum Staat, ihre politische Neutralität und legten Zeugnis ab über ihr Verständnis von Mitgefühl, Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Bei diesen beiden, weil ich es versäumt habe, das wirklich vis-à-vis zu tun, möchte ich mich stellvertretend für all die Jehovas Zeugen entschuldigen und um Verzeihung bitten, im Wissen, dass Wiedergutmachung überhaupt nicht, auch nicht nur annähernd denkbar ist. Entschuldigen für das, was der deutsche Staat in der NS-Zeit all ihnen angetan hat. Aber auch entschuldigen für die zweite Schuld, das Vergessen, Verdrängen, Verharmlosen in der Bundesrepublik, aber auch für eine dritte Schuld. Seien wir doch ehrlich, immer noch ist das Verächtlichmachen, das nebenbei sich lustig machen über Stände von Jehovas Zeugen und über Haustierbesuche Teil der Alltagskultur in Deutschland. Es ist eine Schande, dass es das ist. Und wir müssen alle dazu beitragen, dass es das nie mehr sein wird. Denn diejenigen, über die immer noch in den letzten Jahrzehnten eben nicht stets respektvoll und viel zu oft verächtlich gesprochen wurde, die haben eine entscheidende Frage verstanden. Oft wird ja die Frage aufgeworfen, wie hätte ich mich verhalten? Die eigentliche Frage ist aber, wie hätte ich mich verhalten sollen? Und die Zeugen Jehovas richteten ihr Verhalten genau an diesem Sollen aus. Der NS-Staat war dadurch möglich, dass ganz viele freiwillig mitmachten, schwiegen, das System am Laufen hielten oder auch denunzierten, mordeten und mitmachten. Das aber verweigerten konsequent Jehovas Zeugen. Und sie benannten, was war. Am 20. Juni 1937 veröffentlichten sie unter größter Gefahr in einer reichsweit, wie es damals hieß, einmaligen, logistisch unfassbaren Aktion in einem offenen Brief das, was die Realität in Deutschland war. Sie bekundeten Solidarität mit Jüdinnen und Juden und allen Verfolgten. Sie widersprachen dem Rassismus und sie nannten Täter und Orte beim Namen. Und sie nannten die Orte, an denen gemordet und verfolgt wurde. Und wer mordete und verfolgte und was die Realität war in Zuchtlagern, Konzentrationslagern und Gefängnissen. Das, worüber andere schwiegen, auch die großen Religionsgemeinschaften schwiegen. Ich verneige mich vor Jehovas Zeugen, diesem Ehepaar und allen anderen, die waren und die kamen und die kommen werden. Ich verneige mich, weil sie in ihrer Verweigerung gegenüber dem totalitären Zugriff des Staates und ihrem Bekenntnis zur Neutralität uns allen ein Vorbild gewesen sind, was Staatsbürgerschaftlichkeit heißt, was Menschlichkeit heißt, was Mitmenschlichkeit bedeutet und was Verantwortungsbewusstsein sein kann und sein muss. Nächster Redner ist Michael Frieser für die CDU-CSU-Fraktion.